Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge zum Elden Ring DLC. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, erstmal danke für eure Unterstützung, für euren ganzen Support bei der ersten Folge. Lasst auch hier gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr neu seid, gerne auch einen Kommentar. Natürlich zur Unterstützung für den Algorithmus. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt zu dem Boss gehen, gehen wir nochmal ganz kurz hier lang. Ja, das hatte ich ja beim letzten Mal angesprochen, dass ich das gerne nochmal abchecken will, weil so ist von meiner Übersicht, ist es denn so mit alles, glaube ich, gewesen hier in dem Gebiet? Ich habe jetzt übelst die Abkürzungen oder den Geheimweg übersehen oder so. Aber dass hier auf jeden Fall noch was liegt, ist ja klar. Das haben wir ja schon gesehen, da hinten zum Beispiel, da das Item. Wo war denn von hier aus gesehen diese kleine Kammer? Ist es die hier? Ja, tatsächlich, hier sind sie nämlich. Das haben wir ja gesehen von der anderen Seite. So. Okay. Zur Seite mit euch. Zur Seite mit euch. Sehr gut. Okay, hier liegen einige. Was ist mit ihm los? Der kommt irgendwie nicht so richtig vom Fleck los. Jetzt schauen wir mal, was hier alles liegt. Wow. Cool, Mann. Wow. Cool, Mann. Wow. Cool, Mann. Naja. Gut. Da oben waren wir auch. Stimmt, da oben standen wir auch. Und da sind wir ja runtergedroppt, genau. Da sind wir dann runtergedroppt beim letzten Mal. Und dann hier direkt links hochklatsch. Okay. Gut. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt ist Boss-Time. Jetzt ist Boss-Time. Wir können uns einmal ganz kurz nochmal hinsetzen. Obwohl, wir sind ja... Wir sind ja fresh. Ja, wie gesagt, Feuer wird wahrscheinlich so der Weg sein, aber ich habe jetzt Blutungsschaden. Jetzt zieht's durch, oder? Let's go. Es wird wahrscheinlich wirklich dieser Löwenkopf-Typ sein. Oh, horn-decked beast. From higher sphere delivered. Take root inside the tower sculpture keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Okay. Okay. Das hat ja die Alte gesagt, gerade die wir ja schon getroffen haben. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Warte, sag ich gleich nach dem Fight, wenn ich tot bin, oder nicht? Oh shit. Boah, der hat gesessen, Junge. Shit! Nein!
nein! Boah, Alter, okay, das Eis hat ja richtig. Das Eis hat ja jetzt richtig reingescheppert. Scheiße, Mann. Das war doch okay als erster Versuch. Was ich sagen wollte, wir haben ja die Alte schon gesehen, die das gelabert hat jetzt gerade auch und ihn so ein bisschen angepeitscht hat. Die Frage ist jetzt, die ich mir stellen würde, wenn wir die töten würden, wäre der schwächer vielleicht sogar? Oder wäre der noch stärker? Oder wäre der gar nicht? Na, gar nicht, wahrscheinlich nicht, aber was würde passieren? Was würde passieren, wenn man die Alte vorher töten würde? Das war doch gar nicht mal so verkehrt für den ersten Versuch. Let's go, rein dann direkt. Ah! Und direkt, zweiter Versuch wird direkt schlechter. Ach, kann man seine Sachen kaputt machen, oder was? Kann man diese Rüstungsplatten kaputt machen? Hat er darauf gerade reagiert, oder was? Oder sah das nur so aus? Scheiße! Junge, die Arena ist so groß und ich hänge in der Ecke. Ich sehe halt gar nichts mehr. Scheiße. Ich bin genau reingerollt, ich Idiot. Warum habe ich denn noch geklopft? Also gefühlt war das jetzt, naja, auch nicht viel besser. Tja. Geht aber schnell, es geht schnell. Wie schnell war mein Buff von dem scheiß Schild weg, ey? Ich sehe halt nicht, ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat, Alter. Also wenn man genau in ihm drin ist, sieht man schlecht, was er da für Moves macht. Ja. Scheiße, schlecht und dreckig. Ich sehe halt gar nichts! Nein! Ich roll auch jedes Mal rein! Ich sehe schon wieder nichts. Dummes Timing, schlechtes Timing. Ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts mehr. Was passiert hier?
Nein! Okay, und die Seelen sind auch weg. Scheiß auf die Seelen, aber. Alter, also gefühlt habe ich eine wirklich lange Zeitspanne jetzt gar keinen Schaden mehr gemacht, ne? Ist geil. Kaum noch Schaden gemacht, gar nichts mehr. Vielleicht soll ich. Ich probiere einmal zweihändig. Vielleicht ist das. Och Mann, ey. Ich sehe halt einfach gar nichts schon wieder. Du dumme Sau! Let's go! Zweihändig! Warum hat er ihn abgewählt kurz? Kriegst noch eine auf die Schnauze. Oh, scheiße! No Ausdauer! Nein, ich hasse es. So kurz, so klein. So kurz der Balken, wie mein Sneel. Maru! Oh. Direkt rein wieder. Direkt wieder rein. Zweihändig natürlich. Let's go. Bam, Junge! Bam! Okay, ich krieg auch einen Schlag ab. Nein, 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 nein. Du greifst mich nicht, du Schweinesau, ey. Er macht direkt nochmal so eine Attacke oder was? Oh Gott, ich bin richtig schlecht. Ich bin richtig schlecht. Das war's. Also, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht.
Yeah! Zweihändig! Göttlicher Bestienkopf. Ich glaube, das hat man auch schon gesehen, glaube ich, dass man mit dem dann Feuer spucken kann. Oder war das nicht so? In diesem einen der letzten Trailer oder so? Woohoo! Geil. Geil! Sehr schön. Boah. Einfach nur geil. Hier geht's weiter. Oh, Leute. Boah, Junge, Energie muss kurz mal ein bisschen weichen hier wieder. Geht jetzt hier aber. Okay. Ja, Geisterasche. Ja. Ich denke mal, wenn du da mit einer Geisterasche reingehst, kannst du es auf jeden Fall einfach machen. Wie gesagt, sag's auch hier nochmal, macht wie ihr wollt, Alter. Macht wie ihr wollt einfach. Das hätte es jetzt auf jeden Fall einfacher gemacht, gerade mit der Mimik-Tier-Dingsbums, aber. Ja. Das war jetzt so meine eigene kleine Herausforderung, ne? Ohne das zu machen. Ist das hier, Alter? Okay. Oh, unser Turm, der du im Schatten versteckt legst. Oh, erhabene. Okay, warum hört man nichts? Führe ihn so. Zugriffen. Und gewähre uns in aller Göttlichkeit die Erlösung. Hm. Spirale. Mein Gott, oh, der lag auch die ganze Zeit in der Nose, ey. Nachricht vom Schattenturm. Und Schatten versiegelt und verschleiert. Festung Nacht. Weil ich das jetzt schon wieder gelesen habe, denke ich mir, ah, kommt man hier nachts nochmal hin oder was? Junge, diese Nachrichten, Mann. So, Schlüsselobjekt wahrscheinlich, oder was, oder wie, oder was? Nee. Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Miguelas Spur folgen. Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm, der von Schatten versiegelt ist. Dorthin wird der gütige Michaela sicherlich gehen. Wir sind keine himmlischen, aber wir müssen den Pfad finden, der uns dorthin führen wird. Ich werde den Kreuz nach Osten folgen. Ah, okay. Ah ja, okay, man sieht hier ganz, ganz eindeutig. Was ich mich halt frage, wie wir hier hinkommen, das würde ich gerne nochmal abchecken. Theoretisch können wir ja einfach jetzt hier über die Brücke, hier haben wir auch noch nicht abgeklappert. Was heißt auch noch nicht, wir sehen ja gerade am Anfang, wenn er wirklich 40 Stunden geht, der DLC, dann sind wir noch, noch am Anfang, easy. Locker, easy, flockig. Kann man angekratzt so ein bisschen, minimal. Ja. Gut, ich muss eben ganz kurz meine Nase putzen. Wartet mal eben kurz, Leute. Gut.
Gut, Freunde, weiter geht es. Allerdings, Freunde, allerdings, die Aufnahme, die jetzt kommt, bis zum gewissen Punkt, ja, habe ich aufgenommen und habe dann am Ende erst gemerkt, oh Mist, meine Tonspur wird gar nicht aufgenommen, weil mein Mikrofon einfach rausgeflogen ist aus meinem Aufnahmeprogramm. Ist mir auch noch nie passiert, dementsprechend muss ich das jetzt hier alles nochmal nachkommentieren für euch, weil ich das jetzt nicht ohne Kommentar hochladen wollte. Jetzt habe ich aber trotzdem einen Kompromiss gemacht, denn ihr seht es schon im Hintergrund, ich habe dafür das Gameplay jetzt ein bisschen schneller gemacht, weil ich habe fast eine Stunde noch aufgenommen, über 50 Minuten auf jeden Fall. Und mache jetzt einfach einen Kompromiss, weil ich unfassbar genervt bin, Freunde, dass das passiert. Das könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn du die ganze Zeit am Labern bist und dann am Ende denkst, okay, jetzt machst du mal Schluss, so, guckst schon in Richtung Aufnahmeprogramm, so wegen Stopp-Taste und so und siehst so, warte mal, da ist ja gar kein Ausschlag bei meiner Tonspur, was ist denn hier los? Ganze Zeit einfach nicht aufgenommen, das war, ey, könnt ihr euch vorstellen, dass ich extremst genervt bin. Ich wollte eigentlich auch heute noch ein Part mehr bringen, aber das wird wahrscheinlich jetzt deswegen nichts, weil ich jetzt hier einfach weit mehr als die Hälfte dieses Partes nachkommentieren muss. Super, gut, egal. Naja, wie gesagt, kleiner Kompromiss im Hintergrund, ein bisschen schneller. Ich war hier auf jeden Fall auf Erkundungstour und wollte nochmal hier auf der linken Seite, wo ich jetzt gerade schon wieder wegreite, gucken, wie man da hinkommt, ja. Da ist ja auf jeden Fall so ein Gebiet eingezeichnet. Wollte ich nochmal abchecken, ob da vielleicht irgendwie so ein Höhleneingang ist oder so, habe ich aber nichts gefunden. Müssen wir dann später nochmal schauen, wie man da in das Gebiet kommt, weil da ist ja auf jeden Fall so ein kleines Mini-Stadtgebiet eingekreist oder markiert auf der Map, sag ich mal. Und jetzt hatte ich überlegt, ob ich schon hinten über die Brücke latsche oder doch erstmal hier hinten nochmal schauen, wie man hier runterkommt. Und deswegen versuche ich jetzt hier runter zu reiten, irgendwie da hinten durch den Wald und mache das auch, Freunde. Ja, ey, ich bin so genervt. Lasst gerne nochmal eine Bewertung da, Freunde. Das wird mich aufbauen, Freunde. Das könnte meine miese Stimmung wieder heben. Da denkst du dir, ey, cool, Mann, du hast gerade einen richtig fetten, geilen Bossfight geschafft. Deine Rotznase macht aber wieder Probleme. Machst du kurz Pause. Paket kommt an und ich denke, okay, alles klar, weißt du was? Kurz mal raus einfach. Ja, so. Dann startest du wieder und denkst dir, Junge, geil, cool, läuft. Bisschen erkunden, so macht Laune und dann einfach nix. Einfach nix. Aber ich war viel am Erkunden, deswegen ist es okay, wenn es ein bisschen schneller hier auch ist. Ich überlege auch jetzt gerade noch bis zu dem Punkt, wo ich dann aufgehört habe, dann einfach gleich nochmal ein bisschen weiterzumachen. Vielleicht mache ich es so auch, dass das doch ein bisschen länger noch geht, das Video. Mal schauen, mal gucken. Werden wir denn spontan entscheiden? Auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich jetzt hier dann schauen, wie man da unten hinkommt, weil das haben wir auch schon gesehen von ganz oben, dass hier unten auf jeden Fall auch noch ein weites Gebiet ist. Allgemein merkt man sehr stark diese Höhenunterschiede bei dieser Map. Die ist vielleicht ein bisschen überschaubar groß so an sich von der Fläche, so. Aber das Ding ist halt, die Map ist halt mehrere Stockwerke noch hoch, so. Ja, also es ist nicht nur eine Ebene, die schon relativ groß ist, sondern mehrere einfach. Und in diesen Ebenen gibt es dann auch noch Höhlen und Dungeons, die du finden kannst und so. Das ist schon wieder, also was hier rausgehauen wird. Ich meine, gut, 40 Euro kostet der DLC, aber du bist ja, du sollst ja so 30, 40 Stunden am Start sein. Also so lange soll ja der DLC dauern. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Mehr als fair. Und es ist halt einfach Elden Ring so. Wie gesagt, das wird safe bis Ende des Jahres eine der besten Spielerfahrungen. Ist es jetzt schon. Macht einfach direkt wieder Bock. Man ist direkt wieder mittendrin, entdeckt ein paar neue Sachen. Aber es ist eigentlich einfach nur mehr von dem geilen Scheiß, den du schon aus dem Hauptspiel kennst. Und das macht halt auch einfach übertrieben Bock. So, ne? Also ich bin schon wieder direkt mittendrin. Und wie gesagt, ich wollte noch einen weiteren Part aufnehmen. Aber, na, gut. Passiert halt, ne? Passiert halt. So, jetzt wollte ich hier natürlich kurz mal hinter dem wirklich, muss man sagen, unfassbar hässlichen Wasserfall schauen. Das habe ich dann auch in dem Moment gesagt. Ich weiß noch ganz genau, was ich da gesagt habe. Junge, guckt euch das an, wie hässlich das aussieht. Aber auch hier Design über Grafik. Natürlich ist der Wasserfall pottenhässlich. Das kannst du ja auch gar nicht anders sagen. Aber erstens, die ganzen Soulsborne Games, die stehen nicht für grafische Qualität, aber für Design. Das ist halt das Ding. Ich setze immer auf jeden Fall Design über die eigentliche Grafikqualität, was aber natürlich trotzdem nicht sein sollte. Und das ist hier auch im DLC ab und zu mal der Fall, dass es hier und da ruckelt und dass du hier und da auf jeden Fall deutlich siehst und spürst, dass die Frames in den Keller gehen. Das ist natürlich eine Sache, das kannst du auch bei so einem grandiosen Meisterwerk einfach mal ansprechen.
habe ich auch schon im Hauptspiel gesagt, das ist eine Sache, die sollte einfach nicht sein. Die sollte nicht sein. Wenn du schon im Bildmodus unterwegs bist, im Performance-Modus, dann sollte es nicht sein, dass es mitten im Bossfeld oder mitten irgendwo im Kampf plötzlich die Frames in den Keller gehen. Oder was mir auch passiert ist hier wieder, zum Glück am Lagerfeuer, dass ich einfach rausgeschmissen werde von dem Server. Ne? Das ist mir im Hauptspiel damals auch passiert, dass ich einfach mitten im Bossfeld rausgeschmissen wurde. Das sind so Sachen, das ist einfach nervtötend. Da können die Spiele so krass sein, wie sie wollen. Da können sie eine 100 von 10 sein. Das sind so Sachen, das ist einfach nervig. Und das kann man auch ansprechen. Das ist ja auch gar kein Problem. Das sollte man ja machen. Ja? Also, naja. Gut, auf jeden Fall war das auf jeden Fall hier das Thema. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz hier hinten abchecken, ob ich jetzt hier auch wirklich alles gesehen habe. Ich muss mir auch was wegen dem Schild überlegen. Ne? Muss ich auch mal gucken. Ich meine, wenn ich jetzt doch öfters zweihändig kämpfe, dann kann ich eigentlich auch ein anderes Schild nehmen. Oder ich bleib bei dem, weil es ja auch mich buffen kann, wenn ich dann doch zweihändig bin. Also mit Schild und Schwert, dann kannst du mich ja buffen. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen. Aber ich hab's schon gesagt, ich könnte auch easy das Spiel mit dem Claymore durchspielen. Auch wenn ich natürlich schon Bock hätte auf eine neue Waffe, aber es ist halt auch so... Ich weiß nicht, ey. Du denkst dir, das ist so auch mein Freund, weißt du, mit dem habe ich so viele Abenteuer erlebt. Das ist meine Lebensversicherung quasi. Ich habe da viele Stunden, viele Seelen, viele Ressourcen investiert, reingesteckt und einfach bisher alles durchgezockt bis zu diesem Punkt, weißt du. Ich will den auch nicht im Stich lassen, ne. Das ist auch mein bester Buddy, ey. Mein einziger Freund in dieser Welt. Und mein Pferd, aber das verlässt mich manchmal. Mein Schwert ist immer bei mir. Jetzt ist halt die Frage, wie man da runterkommt, ne. Ja. Das sind auch übrigens nur Fragen, die ich in den Raum stelle. Das heißt nicht sofort, hier ist übrigens die Antwort. Ne? Nur mal so am Rande, aber die meisten von euch sicherlich checken das schon. Wenn ich sage, wie kommt man da hin, heißt es nicht sofort, übrigens, du kommst so und so und so und so hin. Das ist einfach Spoiler. Das ist nur mal kurz am Rande erwähnt. Aber die meisten checken das eigentlich schon. So, jetzt habe ich zumindest das Gefühl, auch jetzt, wo ich das hier nochmal sehe, im Nachhinein, wenn man ja jemanden zuschaut, dann sieht man ja meistens mehr, als wenn man selber gerade im Tunnel ist. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da so rechts auf der rechten Seite, wo wir jetzt gerade waren, schon das meiste mitgenommen. Hier, da muss man ja irgendwie hinkommen können. Das muss ja irgendwo da oben sein. Keine Ahnung, vielleicht von der anderen Seite durch einen Tunnel oder so. Wer weiß. Oder wenn wir oben bei dem Boss das Tor geöffnet haben, diesen Schleier entfernt haben oder so, diesen Schattenschleier. Können natürlich auch sein, ne? Tja, Leute, ey, boah, ich muss ehrlich sagen, ich bin so genervt, Alter, dass ich das hier alles nochmal nachkommentieren muss. Ah, Leute, doppelt gemoppelte Arbeit, ey. Na gut, egal, scheiß auf. So, jetzt wollte ich rüber nochmal, weil das haben wir auch schon gesehen. Übrigens, hier habe ich einfach übersehen beim letzten Mal. Hier ist einfach so ein Checkpoint, einfach übersehen. Musst du dir auch mal reinziehen, das meine ich halt, das übersiehst du dann halt. So, dann mal schön nochmal stärken, dann nochmal hier zu dem Geist gehen, der schon wieder Schild und die Bäume anbetet. Eigentlich wollte ich hier drüben nochmal checken, diesen Weg, diesen Steinweg an der Mauer, weil ja auch so Plattformen sind. Und das habe ich dann versucht, da so ein bisschen hochzuklettern. Das habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen rausgeschnitten, weil ich da schon wirklich zwei, drei Minuten am Stück probiert habe, hier irgendwie hochzuklettern. Aber ich würde schon fast sagen, dass es doch eher ein Weg ist von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Keine Ahnung. Also ich habe das schon ein bisschen bis zur vierten, fünften Plattform oben geschafft. Aber dann auch rausgenommen. So, jetzt hier, da war der Cut. Und jetzt bin ich halt, das schneide ich halt einfach raus, weil es kein Ergebnis gab. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr das geschafft habt, da irgendwie hochzuklettern. Einfach Interesse, aber ich denke mal, wenn man sowieso auf der anderen Seite ist, über die Brücke läuft, wird man sich wahrscheinlich sowieso da hoch reinkämpfen oben und dann von oben da runter gehen können. Die Frage ist aber, die ich mir selber stelle, welchen Sinn hätte das, weißt du? Warum sollte ich mich von da oben da runter springen? Außer da sind Items natürlich auf diesem Plattform, das könnte natürlich sein, das zum Einsammeln. Aber ich würde jetzt schätzen, wenn du hier rechts drüben auf der anderen Seite bist, über der Schlucht, dass du da sowieso hinkommst. Ja, keine Ahnung. Das habe ich jetzt, wie gesagt, einmal rausgestellt. Was halt auch immer wieder faszinierend ist, das hatte ich auch angesprochen. Erstens die Bäume da oben an der Wand. Das sieht wirklich so aus, als wenn dieser eine Baum da oben an der Felswand sieht so aus, als wenn er sich da festklammert.
Unfassbar, wie geil das aussieht. Nee, dass du hier unterwegs bist, die Gegner mit ein, zwei Schlägen wegklopfst und du denkst dir so, Junge, ich bin overpowered, Alter, krass. Ich bin einfach im komplett neuen Gebiet. Ich schlag die trotzdem einfach mit zwei Schlägen kaputt. Ja, aber wenn du selber einen Schlag bekommst, dann kriegst du selber ein Drittel abgezogen, weißt du? Das ist schon hart, ey. Das ist schon irgendwie geil. Guck mal, diese Bäume, ey, ohne Witz. Das ist schon sehr interessant. Da wird irgendwas passieren, 100%. So, jetzt, wie gesagt, hätte man über die Brücke gehen können, aber ich wollte erstmal hier hinten alles abklappern. Oh, diese Bande muss ich natürlich auch direkt mal beseitigen. Das ist mein Land nämlich hier. Hat ja nichts zu suchen. Eigentlich ist es ganz... Also... Eigentlich ist es ganz chillig, das hier nachzukommentieren, wenn es jetzt nicht über 40 Minuten werden. Oder knapp 40 Minuten. Und wie gesagt, ich habe es halt beschleunigt. Normalerweise wäre es jetzt fast eine Stunde gewesen oder so. Wie gesagt... Wer damit ein Problem hat, der kann sich beschweren, aber nicht bei mir. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn man, wie gesagt, naja, gut, habe ich jetzt genug erklärt. So. Die auch nochmal wegkloppen. Weil auch die muss man sagen, ey, man kriegt so schnell Seelen zusammen, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob die ganzen alten Farming-Spots aus dem Hauptspiel noch aktiv sind oder ob die irgendwie genervt wurden. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Da gab es ja einige Farming-Spots, da gab es ja irgendwo... Ich weiß gar nicht, wo das war, wo da wirklich so etliche Gegner auf Einfleck sind, wo du dann einfach nur einmal so eine Stampfattacke machen solltest und so, und dann hast du da übelste Runen gefarmt und so. Ja, Runen. So, Ofengesicht. Ein paar Items hier am Start, Handbuch, die muss ich eigentlich auch nochmal abchecken, die ganzen Handbücher. Ich habe jetzt schon einige gefunden. Allgemein vielleicht doch nochmal, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich das immer noch abgespeichert, dass du bei diesem Spiel irgendwann selber schmieden kannst, aber anscheinend muss ich erstmal zum Schmied gehen, ne? Ich weiß gar nicht, mit welchem Spiel verwechsle ich das? Singende Marika habe ich gefunden, genau. Jetzt check ich nochmal einmal ganz kurz die Items ab. Hier, Feuerspirale, dann drei kleine Feuerschlangen beschwören, super schön, ne? Hier ein paar Runen, das Echo vom tanzenden Löwen. Ah, hier die ganzen Items. Ich weiß gar nicht, wo ich das abgeschwächt habe, dass du das einfach selber machen konntest irgendwann. Das muss irgendein anderes Souls-Like dann sein. Ja. Deswegen, vielleicht muss ich echt nochmal einmal kurz zum Schmied gehen und da checken, was ich mir vielleicht für eine Waffe gönne. Vielleicht auch eine Waffe ohne Effekt, so wie jetzt mein aktuelles Schwert. Obwohl ich das schon ganz geil finde, das hat man ja auch beim Löwen gesehen. Oder auch bei anderen Gegnern, die ich schon zerkloppt habe. Dass der Blutungseffekt auf dem Schwert schon ganz geil ist teilweise, wenn er dann reinknallt, dass du nochmal so einen dicken Batzen an Lebensenergie wegklopst, wa? Das ist schon eigentlich ganz chillig. So, jetzt checken wir nochmal ganz kurz gemeinsam das Dorf hier ab. Bin ich noch menschlich? Ist das der Grund, aus dem ich so leide? Könnte sein. Ich muss sagen, für mich, für meine Augen geht die Geschwindigkeit sogar noch. Ja. Ich hoffe, für euch ist es auch okay. Für mein Sehverhältnis hätte ich sogar noch schneller machen können, aber ich wollte jetzt auch übertreiben. Ja, zweihändig, wie gesagt, mal schauen. Eigentlich ist zweihändig der Way to go. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich das Schild draußen habe, ist dieser Überkopfschlag nach dem Sprint einfach geil, so. Und mit zweihändig ist er etwas anders, ja. Ich mag halt einfach, wie gesagt, vom Claymore das Movement, ja. Ich liebe dieses Movement, ja. Ich liebe es. So, ja, damit. Noch mehr Geisterasche. Da hinten ist auch noch ein Item. Jedes Mal natürlich, wenn du hier irgendwie an der Kante operierst und da Items einsammelst, hast du natürlich Angst, dass du da runterfällst oder runtergeschubst wirst. Den Nervenkitzel kennt jeder. Trotzdem, man muss es riskieren, einfach im Zweifel einfach zuhören, die Umgebung belauschen und dann reagieren, falls irgendwas sich nähert. Schön, ey. Jetzt oben drauf. Ich bin sowieso schon genervt. Jetzt fängt der
verdammte Nachbarshund wieder anzubellen. Ach, ist das schön. Ey, Leute, heute läuft's, Mann. Heute läuft's. Geil. Hammer. Es ist ja wirklich heute. Ist richtig geil. Junge, Junge, Junge. Nicht mal am Tag des Elden Ring DLCs hast du den Ruhe. Hier auch wieder der Moment gewesen, wo man so ein bisschen dachte, ey, nicht, dass von innen jemand kommt. So. Jetzt mal die Fragmente, sag ich schon, Talisman abchecken. Immunität erheblich. Und das hier komplett unnützlich. Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leid. Obwohl, doch, da hatte ich die Frage gestellt, das könnt ihr vielleicht mal beantworten, vielleicht wisst ihr das. Das zuletzt euch zugefügte Leid ist Eis und Blitz und so, ist das, zählt es als Leid für diese Beschreibung? Weil das, der Gedanke kam mir, ja, dass man den vielleicht dann einsetzen könnte, vielleicht bei dem Drachenkopf, tanzenden Drachen-Typen, weil der ja seine Elemente wechselt, weißt du? Und der haut dir ja Frost rein. Frost ist ja Leid, doch, das ist ein Leid, das müsste eigentlich funktionieren, ne? Aber im Prinzip eigentlich auch Scheiß auf den Talisman. Einfach drauf scheißen, einfach drauf schlagen. Weißt du, nimm lieber irgendeinen Talisman, wo du mehr Schaden bekommst, wenn du ausrichten musst. Gar nicht so rumeiern oder sowas. Ewig überlegen und so, einfach drauf schlagen. Dieser scheiß Hund, Alter, ohne Witz, hör auf zu bellen, nervt mich nicht noch zusätzlich. Freunde, 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 Freunde. Ansonsten, Freunde, können wir ja mal ein bisschen drüber labern. Ich meine, ich habe jetzt auf dem Hauptkanal nochmal ein Video gemacht, wo ich über die Spiele erzähle, auf die ich mich besonders noch dieses Jahr freue. Das könnt ihr auch gerne mal hier reinschreiben, so Souls-League-mäßig, ja? Obwohl da irgendwie jetzt auch die Grenzen anscheinend immer mehr verschwinden. Ja, Black Myth Wukong war abgespeichert als Souls-like. Jetzt kommen irgendwelche Schlauchköpfe und sagen, nein, das ist aber kein Souls-like. Genauso wie, keine Ahnung, andere Spiele. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ist es offiziell jetzt, ein Souls-like kann kein Souls-like sein, wenn man den Schwierigkeitsgrad anpassen kann? Ist das so? Habt ihr die Regeln aufgestellt oder ist das eine offizielle Angabe? Gibt es da irgendwie einen offiziellen Eintrag? Ich weiß nicht, im Internet nicht. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, in die Action-Gameplay-Richtung. Sagen wir mal so. Und in diese Richtung gefragt, worauf freut ihr euch am besten auf dieses Jahr? Ich meine, man hat jetzt natürlich erstmal genug zu tun mit dem DLC, ist ja klar. Aber auch die Wochen jetzt, die nächsten Wochen, die sind ja auch schon, sag ich mal, ruhiger. Logisch, ne? Zum einen Sommerloch. Wobei man, kann man von Sommer reden aktuell, dass die... Ist die eine Frage. Zum anderen ist ja auch klar, ja, also Sommerloch Plus ist halt jetzt hier der Elden Ring DLC, der jetzt ordentlich in einer Woche durchgezogen ist bei den meisten. Oder bei vielen. Und einfach den Platz einnimmt. Tja, das ist halt so die Frage, oder? Also, natürlich Black Myth Wukong habe ich mega Bock drauf. Innoctria habe ich auch hier schon auf dem Kanal angespielt, die Demo. Fand ich auch nice. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Da jetzt sage ich, dass in dem... Achso, genau, das hatte ich auch öfters jetzt angesprochen hier in dem Gameplay. Dass ich denke, dass da in der Mitte ein Drache auf mich wartet. Wenn ich da reinlaufe. Dass das vielleicht sogar da in der Mitte ein Drache sein könnte. Oder irgendwie so ein Verrotteter oder so. Aber dass da auch 100% Boss kommt. Das sieht halt die Mitte mit dem ganzen Wasser. Das sieht halt perfekt aus wie so ein Drachengebiet. Und dann gehst du rein. Yo, was geht hier ab? Oh, es ist aber wunderschön hier. Bisschen Wasser, bisschen Gras. Und plötzlich kommt da so ein Mega-Drache angerast. Ja, das hat sich sogar gereimt. Ja, wie gesagt, Innoctria sieht auch ganz nice aus. Was haben wir denn noch dieses Jahr? Da war doch noch mehr, Alter. Auf jeden Fall, ich meine, Souls-like-mäßige Games, da gibt es ja genug, ne? Das ist ja ein Genre mittlerweile, das ist ja so immens überfüllt. Und ich habe jetzt gesehen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, überraschenderweise, das ist schon eine harte Ansage, letztes Jahr kam ja Lords of the Fallen. Habe ich ja gespielt, fand ich ja auch gar nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Wo ich jetzt auch mitbekommen habe, dass es dick gepatcht wurde. Und das wurde unfassbar vereinfacht, das Game. Habe ich gesehen. Auch genauso Lies of P. Da müsste ja echt diese... Könnte vielleicht die DLC dieses Jahr auch kommen. Obwohl, vielleicht brauchen sie auch ein bisschen länger. Das kann ja sein. Jetzt habe ich hier eine Höhle gefunden. So ein kleines Dungeon. Richtig nice. Vielleicht kommt der Lies of P DLC auch dieses Jahr. Das wurde ja auch im Nachhinein mit den Patches einfacher gemacht. Das ist eine Sache, muss ich sagen. Das finde ich scheiße. Also entweder du bringst dein Spiel am Anfang so raus, wie du es planst, oder wenn du irgendwas im Nachhinein änderst, dann aber mit der Option für die Leute, das im Originalzustand zu spielen. Ich meine, gut, wenn man den Download nur hat, sich nur im Download-Store das Spiel kauft, dann ist man natürlich selber gearscht. Mit solchen Sachen, da kannst du ja nicht mal mehr die CD-Version zocken, ohne das zu patchen. Aber
das ist zum Beispiel scheiße. Und bei Lords of the Fallen ist es anscheinend auch so gewesen, dass es jetzt, dass es jetzt krass angepasst wurde und deutlich leichter gemacht wurde. Zum Beispiel in dieser, wie heißt die Welt nochmal? Umbralwelt, in dieser Geisterwelt. Das war ja wirklich stellenweise wirklich unfassbar penetrant, wie oft du da angegriffen wurdest von Massen an Gegnern. Und die wurden anscheinend stark zurückgeschraubt, teilweise die Gegnermassen. Weiß ich nicht. Was ich davon halten soll. Ja. Dann hast du ja am Anfang spielst du ein Spiel und dann wird es im Nachhinein so viel leichter gepatcht oder auch andersrum. Würde mich auch stören, weißt du? Wenn es schwerer gepatcht werden würde, würde mich auch stören. Weil dann gibt wenigstens eine Option an, ich möchte es im Originalzustand spielen und dann oder halt jetzt im gepatchten Zustand. Das sind für mich dann zwei verschiedene Versionen. Weißt du, wenn du in einem Gebiet einfach, keine Ahnung, 50% der Gegner wegmachst, aber vorher waren sie da, das sind zwei verschiedene Sachen so. Und wenn du das eben nicht auswählen kannst, wie beim Schwierigkeitsgrad, sondern dir wird es einfach reingepatcht, also finde ich nicht geil, ehrlich gesagt. Und übrigens, das Dungeon hier, geil, oder? Fand ich optisch direkt geil. Weil irgendwie habe ich noch am Anfang vom Dungeon gesagt, ich guck mal rein, vielleicht ist ja gleich erledigt. Und dann siehst du, Junge, wie weit geht das hier runter? Ohne Ende Töpfe am Start auch wieder. Und da hatte ich ja auch überlegt, im Hauptspiel, da gab es doch, ich weiß nicht mehr, wie das Gebiet hieß, aber da gab es ja irgendwie so einen Abschnitt, wo du durch so eine Schlucht läufst und dann steht so ein Riesentopf vor einer kleinen Burg oder vor so einem kleinen Schloss oder sowas das sein soll. Ich glaube, das habe ich gar nicht gelöst damals. Ich glaube, ich habe das gar nicht gelöst, wie man da rein kann. Ich glaube, man konnte mit dem Riesentopf sprechen, aber der wollte irgendwas von einem. Ich weiß gar nicht, ob ich das gelöst habe. Ich glaube aber nicht und ich habe es mir auch nie angeguckt. Müsste eigentlich mal checken, was da passiert. Wäre mal ganz cool, weil diese Riesentöpfe, die sind eigentlich schon ganz lustig gemacht. War schon mal ein erster cooler Dungeon, auch optisch gesehen, oder? Finde ich. Tja. So, jetzt natürlich wird einem klar. Okay. Das sieht so aus, als wenn ich da runter müsste. Das sieht so aus, als wenn ich hier gleich runter müsste. Ja. Da ist es mir klar geworden. Okay, da musst du gleich runter. Ekelhaft. Zack. Ekelhafte Pestbeule, ey. Schattenreichruhe. Tja. Und das ist halt so ein Ding, ne? Sprungpassagen oder so. So Geschicklichkeitspassagen. Oh, da war es schon fast. Da war es fast schon geschehen, ne? Solche Passagen hier in Elden Ring, ne? Naja. Und jetzt denke ich mir, scheiße, Mann. Da drüben ist eine Kiste. Was mache ich jetzt? Ich will die Kiste haben. Tja. Was machst du da? Du laberst, erklärst die Situation und dann handelst du. Ja. Du musst es tun! Genau. Da habe ich mich einfach umgebracht, weil ich mir dachte, ey, läufst du nochmal lieber den Weg und machst es richtig, weil wenn du den Dungeon geschafft hast, da wirst du vielleicht nicht nochmal reinlatschen. Komische Logik, frag dich warum. Aber ich habe es mir so gedacht, weil ich dachte, ja, okay, komm, die Gegner können ja nichts. Bis dann läufst du einfach nochmal schnell durch. Ist ja auch so. Man kann ja nichts einschlagen, die sind alle tot. Und allgemein dachte ich auch, dass, als ich das Dungeon betreten hatte, oh, guck mal, wie viele Seelen ich habe. Ich könnte ja aus meiner Tasche einfach die Runen einlösen und mir einfach ein Level gönnen. Dann müsste ich jetzt hier nicht irgendwie 200.000 Seelen durch die Gegend tragen. Wäre eigentlich auch schlau gewesen, ne? Wäre auch schlau gewesen. So, schön hier durchrennen. Mit meinem geilen Mantel. Sehr schön, oder? Weg. So, jetzt nochmal das richtig machen hier. Zack. Und dann kommt der Moment. Oh, scheiße, Mann. Meine Seelen sind ja jetzt auf dem anderen Topf. Super, oder? Dann kommt der Moment, geile Idee, bam, und alles ist vorbei. Junge, wie geil. Oh Gott, Alter. Jetzt sehe ich mal selber, was ich hier eigentlich fabriziere teilweise, Mann.
Slapstick-Humor, dass alle lachen. Also doppelter Fail einfach. Doppelter Fail. Hätte ich es einfach durchgezogen, hätte ich meine Seelen behalten. Wäre ich einfach später nochmal reingelatscht. Ist doch nicht mal ein weiter Weg. Weil ich denke mir das ja selber. Ich töte mich selber. Und denke mir, ach komm, ich laufe jetzt nochmal den Weg, weil ich habe keinen Bock, das später nochmal zu machen. Dann fällt mir auf, scheiße, du hast dich ja umgebracht. Deine scheiß Seelen bleiben ja auf dem anderen Topf. Was machst du denn jetzt? Ja, du bringst dich einfach nochmal um, die Seelen sind weg und du hast alles umsonst gemacht. Ich meine, die Seelen sind jetzt nicht so wichtig. Es war jetzt ein Level, nicht mal ein Level. Mit den 200.000 Seelen, es war jetzt nicht mal ein Level, aber es ist natürlich, ja. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, ey? Tja. Und am Ende bist du hier ein drittes Mal. Unfassbar. Und die Seelen bist du auch los. Zack. Und ich hatte es schon irgendwie geahnt, dass diese scheiß Ketten mir Probleme machen werden, ne? So. Und hier laufe ich diesmal einfach nur rum und springe nicht darüber. So, zack. Geil, oder? Sollen wir mal hier testen? Lebt da irgendwas? Da lebt was. Genau. Und jetzt die Kiste als Belohnung. Und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Einfach ein schwerer geschwungener Topf. Diese ganze Scheiße für diesen Scheiß-Tropf. Ohne Witz. Das ist einfach... Da kommst du dir verarscht vor einfach, oder? Da kommst du dir einfach verarscht vor. Genauso wie wenn ich für die ganze Zeit meinen scheiß Nachbarsrund höre, Alter, wie der am Bellen ist. Bruder, ist das nervig, ey. Ich hoffe, ihr habt sowas nicht, man. So nervig. Aber auf jeden Fall richtig nice, alles komplett umsonst gemacht, man. Alles umsonst. Tja. Jetzt erstmal schön hier die ganzen Töpfe kaputt schlagen. So. Und auch da. Guck mal, da bleibt man stehen. Dann hat man hier in der Mitte gesehen. Da ist ein Ding. Das habe ich nämlich auch angesprochen. Das ist bestimmt bei euch genauso. Dass ihr den Gegner da in der Mitte seht, wie der so lang läuft. Da, 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 da. Hier ist doch gar nichts. Hier ist doch gar nichts. Und du denkst dir, entweder ist hier links in der Ecke einer oder hier in dem Gebiet. Aber das ist halt so die Erfahrung, weißt du? Das ist bei euch, bei vielen von euch bestimmt genauso. Dass man einfach schon weiß, wie sie ungefähr die Gegner platzieren werden. Weil du kannst ja auch nur einen gewissen... Also es ist ja nur ein gewisser Bereich, wo etwas platziert werden kann. Und dementsprechend kannst du ja auch damit rechnen, dass da irgendwas ist. Weil ein Gegner, der einfach mitten im Raum rumläuft, einfach so... einfach fröhlich durch die Gegend latscht, der ist meistens nicht alleine. Das ist bei euch bestimmt genauso, oder? Dass man sich schon denkt, okay, alles klar, ich weiß ganz genau, dass da entweder links oder irgendwo anders ein Gegner wartet, der mich dann gleich auch attackiert, wenn ich einfach auf dich zurenne. Und genauso ist es doch am Ende auch. Hier auch, als dieser ekelhafte Viecher, ja, als wenn der Blinddarm zurück in deinen Körper will, Alter. Stellt euch vor, der Blinddarm wurde gerade entnommen. Ihr seht ihn noch so, ah, cool, wir haben unser Leben bis hierhin gemeinsam verbracht, aber jetzt gehen wir getrennte Wege. Ja, der Arzt hält euch das Scheißding nochmal hin, hier im Glas, weißt du. Guck mal, hier ist dein Blinddarm. Und plötzlich eskaliert das Scheißding. Er wirkt den Arzt und versucht wieder in den Körper einzudringen, aber nicht dort, wo er rausgenommen wurde, weißt du. Alles weitere könnt ihr euch selber ausdenken. Der nächste Horrorfilm wird auf jeden Fall 2026 in die Kinos kommen. Der Horrorblinddarm. Alter, oh Scheiße, in der heutigen Zeit kannst du sowas sogar machen. Es gibt sogar Horrorfilme, das, wie heißt es, das Killer-Kondom oder sowas. Und Jungs, ihr könnt euch ja vorstellen. Ein Kondom mit 10. Was? Also, ich möchte sie mal ausführen, ne? Es gibt sehr viel Trash. Gerade im Horrorbereich. Es gibt sehr viel Trash. So, und jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier in diesem Labyrinth. Jetzt check ich so. Scheiße, Mann, ich habe mich selber ausgetrickst. Wo zum Teufel bin ich hier eigentlich reingelaufen? Aha, hier war der Topf, den ich am Anfang verschlagen habe. Und jetzt geht's hier hinten weiter, oder was? So, ja. Und denkst dir jetzt natürlich, okay, ich könnte jetzt hier einfach durch die Tür laufen, aber... Auch hier merkst du denn, guck mal, wie riesig dieser Raum ist. Achtet jetzt drauf. Wie riesig dieser Raum ist. Überall oben liegen noch Items... Und du versuchst natürlich dann erstmal zu überlegen, wie kommst du da ran, Alter? Wo ist der Weg?
Was machst du jetzt? Da ist ein Item. Hier geht ein Weg hoch. Da drüben ist noch ein Item. So, zack, sprichst du einfach mal runter, weil du ein Profi bist natürlich. Ohne Sinn. Das ist halt so das Coole, wa? Es ist einfach, gefühlt ist es wahrscheinlich gar nicht so ein riesiger Raum, aber das... Die haben es so komisch aufgebaut, dass du dir denkst, Junge, der ist ja riesengroß, der Baum. Ich komme hier nie wieder raus. Ich bin für alle Zeiten gefangen, ey. So, einmal schön den Blind am... auseinandernehmen. Ja, kurz zeigen, dass ich rollen kann. Ja, wie komme ich da an die beiden Items da? Wie komme ich da ran? Links, rechts, da hinten ist auch noch eins. Nee, ich glaube, das war nur eine Laterne. Aber da sind irgendwo Items. Wie kommst du daran? Tja. Was jetzt, ne? Gut. Ja. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier halt den Weg zu finden. Und irgendwie zu überleben. Ist aber schon geil gemacht. Ich muss sagen, der erste Dungeon ist schon nice gemacht. Oder? Wie findet ihr den? Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ich fand den schon nice optisch alleine. Mit den ganzen Vasen, mit den ganzen Töpfen, besser gesagt. Hier, yes. Endlich mal. Und dann kriegst du wieder so einen gesprungenen Topf. Und ich dachte mir schon wieder, willst du mich verarschen, ey? Willst du mich verarschen? Vor allem, warum die so deutlich angezeigt werden mit diesem blauen Schimmer, weißt du? Naja, ich meine, man kann da schon was mit anstellen, so, aber ich erhoffe mir natürlich immer was anderes, oder? Als so ein Topf. Wahnsinn. Richtig geil, ja. Schöner Töpferkurs, weißt du? Hast dich auch noch angemeldet wegen den Mädels. Komm, gib's doch zu, Mensch. So, zack, da kommt wieder der Blinddarm, will sich wieder reinbohren. Übersicht geht wieder komplett flöten, man weiß ja gar nicht, wo man steht, wo man ist. So, nächstes Item. Mega. Zack. Und nochmal so ein scheiß Topf. Oh Mann, ey. Da hat es mir dann auch gereicht. Dachte ich mir, okay, wahrscheinlich habe ich jetzt alles. Keine Ahnung, schwer zu sagen, aber wir hauen erstmal ab. Und guck mal, wie süß, ey. Zack. Weil die sich so gefreut haben, direkt zerkloppen. Und da, ey, was machst du? Ich finde die Töpfe geil, ey. Das ist so eine simple Idee, weißt du? Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach trotzdem cool. Schön alles mitnehmen, Schmiedestein. Ja, muss ich, wie gesagt, muss ich nochmal unbedingt abchecken. Schmied abchecken und nochmal vielleicht dieses eine Schwert, was sie gefunden haben, abchecken. Weil mein Stärkewert ist ja bei 80, glaube ich. Und mein Claymore skaliert nur mit C, deswegen ist das eigentlich scheiße, Alter. Ich brauche eine richtig fette Stärkewaffe, ja. Wenigstens mit A oder vielleicht S sogar am besten natürlich. Naja. Aber es ist halt die Liebe für das Claymore. Es ist die Liebe für das Claymore. So, komm. Geh da rüber. Und da vorne seht ihr schon das Nebeltor. Der Boss wartet auf uns. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Mann, ey, ich bin schon über eine Stunde. Ich nehme schon weit über eine Stunde auf. Ja, ihr könnt ja jetzt gerade mal auf die Uhrzeit gucken vom Video. Auf die Laufzeit. Ich wollte auch eigentlich nur eine Stunde ungefähr aufnehmen. Aber naja, gut. Dann halt nochmal Bossfight, oder? Mal schauen. Das ist halt geil, wenn der Bluetooth-Effekt reinhaut, oder? Wie ich gerade gesagt habe. Sag mal, ist mir jetzt aufgefallen. Habe ich den Finisher, den ich eigentlich. Oder war. Oder habe ich den Moment verpasst? Weil das ging jetzt so schnell. So, Josh, ich habe keine Zeit. Geh mal weg zur Seite jetzt. Ich muss jetzt hier Schluss machen, ja. Ich wollte nur noch schnell den Part beenden. Dachte mir, okay, cool, cool, cool. Und jetzt ungefähr, jetzt genau diese Ladezeit habe ich geschaut. Ey, okay, läuft noch alles? Ja, ja, läuft noch alles. Aber ich rede gerade
warum sehe ich meine... Ja, genau, jetzt stehe ich da und denke mir so, scheiße, Alter. Das ist der Moment, wo ich es realisiere. Wenn man es weiß, sieht man es, oder? Da denke ich mir, scheiße, Alter, ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Verdammt. Genau, das ist nämlich der Moment. Gut, Freunde, ey, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich werde trotzdem jetzt noch ein bisschen weiter aufnehmen, deswegen hören wir uns gleich wieder. Gut, Freunde, also, wir sind jetzt wieder im Game. Ich habe geprüft, mein Mikrofon wird aufgenommen. Sehr schön. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe mir jetzt überlegt, zum Beispiel jetzt einfach mal hier reinzulatschen. Da liegt doch was. Das ist doch ein Drache, ey. Kannst du mir doch erzählen, was du willst. Auf jeden Fall ist es ein fetter Gegner, ey. Ah ja. Oh mein Gott. Okay, ich mache ja fast gar keinen Schaden. Klingelingeling, klingelingeling. Oh mein Gott, wie geil sieht der denn aus mit dem? Sehr gut. Was macht der für geile Moves, ey? Der kann mir noch ein bisschen was beibringen hier, mein Geist. Mal einfach wirklich mehr Schattenboxen, als dass ich wirklich den Gegner treffe, ne? So einfach mal. Nice. Nein! Oh, dumm und schlecht! Zugleich, ey. Sag mal, was hält denn mein Geist aus? Der ist ja geisteskrank stark. Das sind aber auch schon... Oh, Alter, scheiße. Das sind aber auch schon die Level, die wir gelevelt haben, ne? Die man da schon spürt. Egal, ich kann ja direkt mein Pferd widerrufen, ne? Obwohl es gerade erst getötet wurde. Das ist natürlich bitter gewesen, dass ich da nicht den Finisher ansetzen konnte. Richtig verkackt, Alter. Was hält denn mein Geist aus? Das ist ja unfassbar stark. Du hast bestimmt schon ein paar Schläge abbekommen, oder? Das Feuer, ey. Ich sage euch ehrlich, als ich da gerade hingelaufen bin, ein bisschen Panik bekommen, dass ich wieder verkacke. Ein bisschen kurz Panik bekommen, als ich da einmal falsch rüber gejumpt bin. Schattenboxen wieder hier, vom Allerfeinsten von mir. Oh mein Gott, okay, der Geist ist ja abnormal stark, Mann. Krasser Typ, ey. 100.000 Seelen hat es gegeben. Nee. Obwohl doch. Ich habe jetzt zwischendurch irgendein Item aufgenommen, aber ich habe es ehrlich gesagt vercheckt, was das war. Scheiße, ey. Ey, die Asche durch die Verbesserung ist ja unnormal heftig. Okay. Tja, okay. Das hätten wir jetzt auch. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alles eingesammelt habe. Da oben irgendwie? Bin ich da oben an der Klippe? Wenn ich anders, können wir gleich nochmal einfach über die Brücke gehen. Vielleicht bis zum nächsten Checkpoint oder so. Weil wie gesagt, eigentlich wollte ich heute noch so ein Part rausbringen, aber das wird nichts mehr. Ich kann nur noch das Video machen. Und dann mache ich das halt noch ein bisschen länger als eigentlich geplant. Eigentlich wollte ich so eine Stunde machen.
Und die habe ich ja jetzt eigentlich schon. Ist hier noch irgendwie was? Aber ich muss sagen, das Game macht direkt wieder Bock, Mann. Die macht, das macht direkt wieder Bock. Und man muss für die anderen, um nicht unfair zu sein, oder was heißt man muss, aber damit man nicht unfair ist, sollte man das vielleicht auch aus der Diskussion rausnehmen, Game des Jahres, der DLC. Es ist nur ein DLC. Ja. Das wird aber einfach gerade dieses Jahr, ja, was soll ich sagen? Ich meine, wir hatten schon dieses Jahr ein paar echt coole Games, aber nicht zu vergleichen mit letztem Jahr. Letztes Jahr fand ich viel, viel krasser, viel, viel krasser. So im Großen und Ganzen. Und das Jahr davor nochmal, ja, ich weiß nicht, noch. Ich meine, das Jahr davor, 2022, hatten wir Elden Ring, hatten wir God of War. Auf jeden Fall ist es jetzt dieses Jahr nicht unbedingt das allerstärkste Jahr, finde ich. Aber wir hatten schon ein paar echt coole Games. Es kommen ja noch ein paar coole Games. Aber es könnte einfach direkt wieder vorne mit dabei sein, ne? Der DLC. Ich muss mal schauen, wie ich das für meine eigene Top-Liste denn mache. Ich glaube, ich werde es rausnehmen. Ich glaube, ich werde es als Konkurrent für bestes Spiel des Jahres einfach rausnehmen. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, komm, lass mal einfach ein bisschen über die Brücke latschen, ja. Und, wie viel Seelen die... Wie viel Seelen die Schweine geben. Gibt es doch bestimmt irgendeinen Brückenwächter oder so, oder? Große Brücke der Ellak. Ich habe mich gerade schon gefragt, was zum Teufel ist das? Kann ich es selber bedienen? Stop it right now, man! Stop it, man! Stop it! Nimm es! Der checkt gar nichts, Alter. Der ist komplett einfach abseits der Realität einfach unterwegs, irgendwie. Seht euch das mal rein, wie geil das aussieht. Guck mal, diesen Baum, das meine ich auch in dem Gameplay, was verloren gegangen ist. Das sieht so aus, als wenn er sich da festhält. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine riesen, mega krasse Wurzel, aber wie gesagt, das... Ja, ich könnte jetzt meinen Aschekumpel rufen und dann wäre vorbei hier mit euch. Ist euch das bewusst eigentlich? Scheiße, Alter. Wer hat euch jetzt gebufft?
Holy shit, das war's. Ende im Gelände. Hau rein. Roll doch! Meine Fresse! Fast geahnt, Alter. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so gierig war. Wo werde ich denn rausgeschmissen? Ach, hier drinnen. Okay, gut. Warum war ich jetzt so unnötig gierig auf die... Ich verstehe es nicht. So. Machen wir es noch mal. Ja. Unnötig. Unnötig. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder das Katapult beseitigen. Und ich versuche trotzdem natürlich jetzt meine Seele nochmal zu retten. Ich habe ja schon genug Seelen jetzt verloren. Komm schon, let's go jetzt. Scheiß den kaputt, ey. Oh mein Gott, seht ihr das genau geradeaus? Was ist das für ein Koloss, Alter? Was ist das für ein Koloss? Ach, Leute. Irgendwie ist die Folge verflucht, Alter, ich sage euch ehrlich. Ich nerv das alles, ehrlich gesagt, mit dieser Aufnahme, Mann. Naja, es ist trotzdem schlecht gespielt. Ich bin so ungeduldig jetzt gerade, ich merke das selber. Eigentlich kein guter Zustand zum Weiterzocken, aber... Wie gesagt. Klingt zwar nach einer Ausrede, aber das nervt mich so krass. Mit der Aufnahme einfach. Ich hasse es. Das ist wirklich das, was ich am meisten hasse, einfach seine Zeit verschwenden. Und genauso hat sich das angefühlt. Na gut, passiert halt. So, jetzt einmal zusammenreißen nochmal hier. Ich will wenigstens einen Checkpoint noch erreichen. Das sollte ja möglich sein. Komm. Reiß dich mal zusammen hier, Mensch! Gib nochmal alles hier. Schaffen wir. Klar, hab mich genervt, aber trotzdem, weißt du, ein bisschen besser spielen geht schon trotzdem, ne? Kann man auch sagen. Kann ich sagen. Ich darf das sagen. Ist ja auch so. Geht schon besser als das. So, jetzt ist der Moment gekommen, Freunde.
Alleine die... Ah, Junge, die Burg da oben. Sieht schon so krass aus. Da unten auch rein. Ich bräuchte hier vorne einfach nur meine Asche rufen, dann wäre alles erledigt. Weißt du? Der will mir so die Scheiße vom Leib halten. So, hau weg die Scheiße. Okay, cool, Alter. Plötzlich ist er Rambo 3. 3.0, Alter. Okay. Was passiert hier eigentlich gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Wollt ihr mich verarschen oder wie was? Wollt ihr mich zum Narren halten oder was? So, jetzt ist halt die Frage, ich will halt diesen Typen schnellstmöglich ausschalten. Das war aber gerade der Fehler. Ich bin da einfach reingelatscht. Ich bin einfach richtig blind links reingelatscht. Jetzt muss man ein bisschen, besser, wenn wir zocken hier, ein bisschen mehr überlegen, ja, vorher. Okay, warte mal kurz. So. Die gute alte Unlock-Taktik. Ja, komm. Ja, das machst du schön. Ja, komm ran! Feiges Stück Scheiße, du, ey. Wenn ich die platt machen könnte, ohne dass er Verstärkung ruft, der andere. Das wäre strong, ey. Stirb! Und geh mir nicht auf den Sack, ey. Stirb! Und geh mir nicht auf den Sack, ey. So, wie gesagt, ein bisschen ruhiger einfach mal spielen. Und dann kriegen wir das schon hin vorne. Alles gut, jetzt. So, jetzt kommen wir mit den ganzen Seelen. Die Musik macht dann auch ein bisschen kirre, ey. Klingt irgendwie ein bisschen wie so eine James Bond Bourne-Filmmusik, eine. Die ganze Zeit ist Spannung, Alter. Ist das überhaupt? Bist du irgendwie dumm oder so? Bist du ein bisschen dumm? Und wie einfach muss das Spiel sein als Magier, ey. Einfach hier oben stehen, zack, zack, zack. Deine Zaubersprüche da reinjagen, schön aus Distanz. Junge, Junge. Schön nicht treffen, so wie ich jetzt hier gerade. Das Leben einfach. Der reagiert auch einfach gar nicht. Hm. Da unten ist auch noch Action, übelste Action.
Den Checkpoint sehe ich aber noch nicht. Da vorne ist einer. Machen wir doch einfach mal Safety First. Okay. Okay, jetzt ist halt die Frage. Ich denke mal, da vorne geht's weiter. Also der große, der beschützt irgendwas auf jeden Fall. Wenn es nur der Eingang ist. Der sieht ein bisschen übel aus, ey. Man, hier hinten geht's ja auch weiter. Das haben wir auch schon alles gesehen. Dann können wir ja einmal ganz kurz vielleicht links vom Feuer gucken. Hier hinten so. Ach, guck mal, da drüben ist auch einer. Seht ihr den? Da? Genau, rechts neben meinem Schild. Was macht der da? Was chillt der da? Ist hier hinten auch noch Gebiet oder was? Tatsächlich. Scheißdreck. Oh, was ist das denn? Oh, scheiße. Darf ich mich vielleicht auch noch einmal kurz schützen? Ich bin tot. Ach, Leute, nee. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt einfach mal aufhören. Obwohl, ich gehe da trotzdem noch einmal ganz kurz hin. Aber dann ist Schluss. Ich glaube, es ist besser so. Ich merke gerade, ihr merkt es auch. Luft ist gerade ein bisschen raus, Alter. Und ich möchte nicht mit mieser Laune das geile Game spielen, weißt du? Das ist halt auch einfach scheiße. Aber das will ich jetzt hier einmal ganz kurz nochmal machen. Das hat es das nicht verdient, Alter. Auch das Video nicht. Das ist nicht cool, Mann. Komm ran. Zur Seite, ey. So, ja, wie gesagt, das mache ich noch und dann beim nächsten Mal 100% versprochen wieder mit besserer Laune. Wo war das aber jetzt? Na, hier nicht. Was? Hier liegt aber auch was. Nice. Oh, wieder so ein Klopshammer-Typ. Das ist halt dann auch. Dann geht's halt doch mit solchen Viechern, weißt du, dass du einfach nur draufklopst, bis zum geht nicht mehr. Ohne Sinn und Verstand, einfach nur schlagen erstmal. Das reicht dann doch wieder für solche Viecher, weißt du? Denn ab und zu. Könnte ich aber im anderen Moment wieder auseinandernehmen. Was ist das, Alter? Okay, so einer bist du also, ja? So einer bist du. So, her mit meinen Seelen, aber ganz schnell. So, einmal ganz kurz schauen, was hier abgeht. Was ist das hier? Was ist das hier? Hä? Das hat doch irgendeine Bedeutung, ja. Erzähl mal, was du willst. Sag mal, kann man da oben über... Meint ihr, man kann da oben langlaufen?
Guck mal, wie geil es aussieht. Das ist doch das Schloss, wo wir ja den Platz gemacht haben, ne? Das sieht ja von hier aus richtig geil, wie das so bewuchert ist. Und guck mal, hier dieser Schleier, seht ihr den? Ganz komisch. Was ist denn hier los, ey? Was ist das hier? Okay. Gut, ey, Freunde, wie gesagt, wir machen jetzt hier Schluss. Nächstes Mal wieder auf jeden Fall 100%, verspreche ich euch, mit besserer Laune. Weil ich finde das Spiel ja ultra geil. Daran liegt es ja nicht. Ist ja jetzt einfach passiert so, aber... Ja. Wir haben ja trotzdem ein bisschen was erreicht. Geilen Bossfight auf jeden Fall gehabt. Wie fandet ihr den Bossfight? Wie findet ihr den? Wie würdet ihr den so einranken? Ich fand ihn schon nicht schlecht. Ist jetzt, ja, jetzt kein Top-10-Material bisher in ganz Elden Ring, oder? Nee, ich glaube nicht. Da hatten wir schon krassere. Allgemein ist so die Frage, was ist der coolste Boss? Guck mal hier, geil. Hat sogar gereicht für eine Stufe ab. Upgrade, so. Okay. Maximales Gewicht ist auch gar nicht mal so verkehrt. Was bedeutet es hier eigentlich, dass die Waffe auf hier diese Angriffskraft schon auf gelb ist? Weil es Maximallevel ist schon, ne? Obwohl eigentlich ist es ja nicht 80, ist ja nicht Maximallevel. Aber warum ist es auf gelb alles schon? Weiß das jemand? Ja, aber guck mal hier, ey, wie gesagt, ich bin jetzt Level 191, passt eigentlich. Ja, wie gesagt, ich habe bald einfach nicht New Game Plus gedrückt. Stärke 80. Geschicklichkeit auch 80. Dann wäre es halt wirklich geil, wenn ich auch eine Waffe nehmen würde, die damit skaliert. Die skaliert zwar mit Stärke und Geschicklichkeit, aber nur mit C. So, weißt du? Das ist halt auch nicht so geil. Das ist halt nicht so geil. Deswegen wäre dieses Schwert gar nicht, glaube ich, mal so verkehrt, wenn man das hochleveln würde. Das ist D und B. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwas Besseres habe aktuell. C und E. Ja, das ist eher nicht so geil. Das skaliert mit... Ah ja, stimmt, das hatte ich ja schon mal. Das habe ich schon, ist sogar schon deswegen hochgelevelt. Naja, aber das ist halt einfach deutlich langsamer und viel schwerer auch alles, ne? Naja, egal, Freunde. Ey, bevor ich jetzt hier weiter laber, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid am Start und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und tschüss.